Milli hat gerade von so einer Woche des Protests gesprochen. In dieser Woche des Protests, da werden ja tausende Freundinnen und Freunde aus Europa und vermutlich Zehntausende, vielleicht ja sogar insgesamt über 100.000 Menschen aus Deutschland, aus ganz Deutschland und darüber hinaus erwartet. All diese Menschen, die können nicht einfach auf der Straße sein, die brauchen Orte, um sich auszuruhen und zu übernachten und zu essen und zu trinken. Da erzähle ich keine, verrate ich keine großen Geheimnisse. Das ist die Frage der Camps. All die, die so ein bisschen hier die Tagespresse in Hamburg und darüber hinaus verfolgt haben, wissen, wovon ich spreche. Ich würde das Wort deswegen noch abschließend an Andreas Beuth noch einmal geben. Andreas wird uns so ein bisschen über den Stand der Frage der Camps und Unterbringung hier in Hamburg bringen. Genau, es wird so sein, dass wir nicht nur die blaue Zone nicht akzeptieren werden, sondern wir werden auch die Verbote der Camps nicht akzeptieren. Es sind zwei Camps angemeldet worden, eins im Volkspark, eins im Stadtpark. Das im Stadtpark ist ein antikapitalistisches Camp, das im Volkspark ist ein spektrenübergreifendes Camp. Beide Camps sind verboten worden, wobei das antikapitalistische Camp im Stadtpark zunächst einen klaren Sieg vor dem Verwaltungsgericht erstreiten konnte, dass nämlich Camps grundsätzlich als Versammlungen ansieht und wenn geht es nur über einen Bescheid der Versammlungsbehörde, also der Innenbehörde und nicht über das Bezirksamt mit dem Quatsch von den Grün- und Erholungsanlagen. Dieses Camp befindet sich juristisch in zwei Runden. Die Gegenseite hat Beschwerde eingelegt zum Oberverwaltungsgericht. Und es ist ja kein Zufall, dass am nächsten Tag nach dieser Entscheidung des Verwaltungsgerichts die Allgemeinverfügung kam mit dem Trick, jetzt liegt dieses Camp auch in der blauen Zone und damit ist es automatisch dann auch verboten. Dagegen wird von diesem Camp geklagt. Und eins ist doch klar, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Wenn wir diese Camps tatsächlich nicht kriegen, dann werden wir massenhaft auf allen Grünflächen in Hamburg einfach Plätze besetzen. Wir werden natürlich nicht zu Hause bleiben und uns abschrecken lassen. Wir werden uns unsere Räume im öffentlichen Raum erkämpfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Andreas.